Senftenbergs Stadtverordnete haben den Haushalt für 2023 beschlossen. Bei einem Gesamtvolumen von knapp 52 Millionen Euro und einem Defizit von ca. 2,6 Millionen Euro, das aus Rücklagen gedeckt werden kann, startet die Kreisstadt wie viele Kommunen in ein ungewisses Jahr. Geplante Projekte müssen noch einmal auf den Prüfstand, wie das Bahnhofsumfeld oder die Niederlausitzhalle. Hierzu soll es bis zum Frühjahr eine Prioritätenliste geben. Unter anderem haben die Stadtverordneten für Planungssicherheit am Sportplatz Briesker Straße gesorgt. Die dortige Wohnbaufläche wurde in eine Sportfläche umgewidmet und sichert so die Entwicklung der Anlage. Eine Fläche am Planetarium bleibt jedoch dem Wohnungsbau vorbehalten. Einen Antrag auf Ausweisung als Grünfläche lehnte die SVV ab. Zurückgestellt wurde ein Flächenverkauf durch die Integrationswerkstätten am Hundewäldchen. Dort soll eine Lösung gefunden werden, die sowohl die Erweiterungspläne als auch die Interessen der Senftenberger nach dem Erhalt des Wäldchens berücksichtigt.